Die Martini-Straße, Hauptverkehrsstraße in der Bremer Innenstadt und Schauplatz für Verkehrsversuche. Eigentlich vierspurig, derzeit eine Einbahnstraße. Im Sommer war sie sogar komplett gesperrt. Anstelle von Autos gab es dort Rollrasen, Kulturangebote und sogar eine Surfwelle. Warum das Ganze? Wir fragen Staatsrat Ronny Meyer. Ja, Herr Meyer, warum war es aus Ihrer Sicht sinnvoll, hier in der Bremer Martini-Straße Verkehrsversuche zu starten? Völlig klar ist, die Innenstadt wird sich ändern und muss sich ändern. Wir haben überparteilich mit vielen Akteuren gesprochen, wie die Zukunft der Martini-Straße aussehen könnte. Einige waren der Vorstellung, man könnte sie dauerhaft sperren. Andere waren der Meinung, Einbahnstraße wiederum. Andere haben gesagt, zweispurig. Am Ende waren wir alle der Meinung, dass wir das mal ausprobieren wollten und sollten. Das haben wir den Sommer und jetzt im Herbst über getan. Und die nächste Phase beginnt dann jetzt ja bald mit der Zweispurigkeit. Was ist das konkrete Ziel gewesen? Also Autos auch deutlich aus der Innenstadt zu verbannen? Also es ging nicht darum, jetzt mit diesem Verkehrsversuch Autos zu verbannen, aber es geht natürlich darum, dass das hier ein Projekt der Verkehrswende ist. Wie gesagt, einige Akteure haben gesagt, die Martini-Straße ist so wertvoll in der Mitte der Innenstadt, da müssten doch eigentlich die Autos komplett raus. Für uns ist wichtig, dass wir den Durchgangsverkehr minimieren, dass wir eine bessere Querung herstellen. Und da wollten wir ausprobieren, mit welcher Verkehrsführung geht das denn am besten, weil ich glaube, das ist klar, dass es derzeit eine sehr trennende Wirkung der Martini-Straße gibt, eigentlich seit den letzten 60 Jahren. Die Innenstadt ist nicht ans Wasser angebunden, die Schlacht hat sich hervorragend entwickelt. Und da muss man eigentlich darüber nachdenken, wie diese trennende Wirkung aufgehoben werden kann. Da gab es unterschiedliche Vorstellungen und haben wir gesagt, dann probieren wir das aus und lernen, was am besten geht. Die Martini-Straße ist nicht die einzige Straße mitten im Zentrum, die sich verändert. Hier am Wall entsteht mehr Platz für Radfahrer. So viel Veränderung, wie kommt das eigentlich bei den Besuchern der Bremer Innenstadt an? Wir sind oft auf Auto angewiesen und wenn dann alles gesperrt wird und man nirgends mehr mit dem Auto hinfahren kann und kurze Wege hat, wenn man dann so etwas weniger gut laufen kann, ist das schon schwierig. Ohne Probieren hat man keine Veränderung. Ich bin Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Ich finde, ein bisschen Attraktivität für alle sollte schon sein. Heiko Strohmann ist CDU-Fraktionsvorsitzender. Er kann den Versuchen in der Martini-Straße nichts Positives abgewinnen. Diese 1,1 Millionen wären in die Entwicklung der Innenstadt besser aufgehoben mit Projekten in der Innenstadt und deswegen ist es rausgeschmissenes Geld und schwächt eigentlich nur den Standort Innenstadt. Staatsrat Ronny Meyer sieht das ganz anders. Die Opposition hat ja auch gesagt, einfach mal umsetzen. Das ist kein Politikstil, den wir vorantreiben wollen, sondern für uns bedeutet das auch, die Menschen mitzunehmen. Und es gab unterschiedliche Vorstellungen über die Martini-Straße. Und deswegen haben wir gesagt, das probieren wir aus und lernen gemeinsam, was am besten für die Martini-Straße am Ende geht. Für uns ist es kein rausgeworfenes Geld, sondern auch eine Form von Beteiligung und auch Moderation von unterschiedlichen Interessen. Um nicht nur die Martini-Straße, sondern auch die gesamte Bremer Innenstadt weiterzuentwickeln, hat der Bremer Senat im Oktober ein Strategiepapier vorgestellt. Was beinhaltet das konkret, vor allem in Bezug auf den Verkehr? Fangen wir an mit den Punkten außerhalb des Verkehrs. Also völlig klar ist, die Innenstädte werden sich ändern und müssen sich auch ändern. Das bedeutet, dass auch mehr Wohnen, mehr Kultur und vielleicht auch Wissenschaft oder Bildung in die Innenstadt kommt, weil wir feststellen, dass natürlich jetzt der Leerstand schon hoch ist. Wir haben auch festgestellt, dass Autoverkehr in Anführungsstrichen bisher nicht Teil des Problems oder Teil der Lösung war. Es gab eigentlich genügend Parkplätze in den letzten Jahren und trotzdem ist die Innenstadt, gab es immer mehr Leerstand, auch schon vor Corona, und Geschäfte haben geschlossen. Das heißt, diese Verbindung zwischen die Innenstadt muss immer mit dem Auto erreichbar sein, dann geht es der Innenstadt gut. Das galt in den letzten 10 Jahren schon nicht mehr und gilt in der Zukunft noch viel weniger, weil klar ist, dass sich hier die Nutzung ändern wird. Die Leute müssen andere Gründe außer Konsum haben, um in die Innenstadt zu kommen. Und Autos, die einfach nur durchfahren, die braucht man hier nicht. Da sind Radfahrer, Fußgänger, viel besser. Die halten mal an, gucken mal ein Schaufenster. Das ist auch europaweit der Trend und kann man auch in anderen Städten empirisch zeigen, dass der Konsum sich dann steigert. Im Koalitionsvertrag hat sich die rot-grün-rote Regierung ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis 2030 soll die Bremer Innenstadt autofrei sein. Hier in der Martini-Straße geht der Verkehrsversuch ab Sonntag aber erstmal in eine neue Phase. Autos können dann wieder in beide Richtungen auf jeweils einer Spur fahren.
Noch mehr spannende Talks mit unseren Landespolitikern findet ihr hier auf diesem Kanal. Am besten jetzt schnell abonnieren oder ihr schaut einfach mal ganz klassisch unsere Regionalsendung im Fernsehen an. Immer montags bis freitags zeigen wir euch um 18 Uhr jede Menge informative und unterhaltsame Geschichten aus Niedersachsen und Bremen. Einschalten lohnt sich also. Bis dann.